Ein weiteres Thema, wo man dann sehr drauf achten muss, ist, wenn Vorkaufsrechte vorhanden sind. In Abteilung 2 stehen die drin und wenn die noch bestehen, dann sind die im Regelfall 8 Wochen, 2 Monate ab dem Zeitpunkt, wo der Vorkaufsberechtigte davon erfahren hat. Der Notar schreibt die im Regelfall an. Du kannst die natürlich aber auch vorher abklappern. Vorkaufsrechte gibt es die häufigsten. Wenn ein Objekt nach WEG geteilt wurde in den letzten 10 Jahren und der Mieter ist schon drin, hat der Mieter ein Vorkaufsrecht. Die Gemeinde hat immer ein Vorkaufsrecht, zieht es aber fast nie, bescheinigt dir aber hierfür zum Beispiel 15 Euro, dass sie es nicht zieht. Das tut sie im Regelfall schon nach 3, 4 Wochen, selten erst nach 2 Monaten. Wenn sie es nach 2 nicht getan hat, dann ist nach Zeitablauf ja eh erledigt. Im Sanierungsgebiet hat die Stadt nochmal ein stärkeres Vorkaufsrecht als allgemein, wird aber auch im Regelfall nicht gezogen. Und ansonsten gibt es dann noch im Erbbaurecht das Thema, dass der Grundstückseigentümer hier auch ein Vorkaufsrecht hat. Das sind so die gängigsten Vorkaufsrechte, auf die du achten musst. Und jetzt hast du hier diese Frist von 2 Monaten. Das heißt, du musst jetzt die Unterschrift von deinem Darlehensvertrag so legen, dass die nach 6 Wochen nach Notartermin im Prinzip passiert. Also, dass du dann noch in den 2 Wochen widerrufsfrisch bist. Das heißt, der Darlehensvertrag sollte aller frühestens irgendwie 2 Wochen nach Notartermin überhaupt erst vorliegen. Aber du willst eigentlich die verbindliche Zusage zum Notartermin dann schon haben und die dauerte eigentlich, ist ein Abstand von 1 Woche da dazwischen. Also hier kommst du in ein Thema rein, wo es knapp wird und wo man miteinander sprechen muss, ob die Bank die Frist verlängert oder wie man das Ganze angeht, damit du hier sollte dann ganz am Ende noch das Vorkaufsrecht gezogen werden, da das gelöst bekommst. Man kann vieles hin und her gestalten, um das entsprechend zu lösen und sich abzusichern, etc. Nun, wie geht's denn dann jetzt weiter? Wenn denn beurkundet wurde, gibt es Fälligkeitsvoraussetzungen für die Kaufpreisfälligkeit. Die treten so ganz grob im Regelfall nach 6 Wochen ein. Im Regelfall wird eine Auflassungsvormerkung eingetragen zu deinen Gunsten. Das ist nicht notwendig. Das ist ein Schutz, der dazu dient, dass, weil der besonders schnell eingetragen wird, andere gewarnt werden sollen, wenn also das mehrfach verkauft werden würde, das Objekt. Sie ist nicht im Prozess erforderlich, wird aber immer beurkundet, außer du bist jetzt kaufst mit deiner eigenen GmbH von privat oder in der Family, dann lässt man sowas mal gerne weg. Da lässt man auch gerne mal irgendwelche Fälligkeitsvoraussetzungen weg, sondern beurkundet die sofortige Auflassung. Auch das ist möglich. Verträge können sehr frei gestaltet werden. Im Immobilienkaufvertrag ist ja alles immer Zug um Zug. Es passiert das eine, dann das andere, dann das nächste und so ist der aufgebaut, um hier maximale Sicherheit reinzubekommen. Aber ich kann das auch abbedingen, wenn beide Seiten damit einverstanden sind entsprechend. So, jetzt haben wir gesagt, im Regelfall wird das Ding nach 6 Wochen zur Zahlung fällig. Wenn die Auflassungsvormerkung eingetragen wurde, du kannst natürlich auch eintragen, dass die Grundschuld eingetragen sein muss, ja, als Zahlungsvoraussetzung. Das ist ungewöhnlich, aber das kann man tun. Damit schaffst du natürlich Sicherheit, das Ding beliebig in die Zukunft zu verschieben, indem du deine Grundschuld nie bestellst, ja. Also da kann man schon ein paar Fallstricke einbauen, wenn man das will. Oder hier die mandatslose Vertretung, die einen schwebend unwirksamen Vertrag hat und wo noch nicht nachgenehmigt wurde, um das Ganze zu verzögern. Also es gibt ein paar Möglichkeiten hier zu spielen. Wir haben so Extremfälle erlebt, wo Kunden also mehrere Objekte in der Pipeline haben und die nur nacheinander abgewickelt werden konnten und wo dann teilweise ein Jahr Verzögerung dann auch drin war, hier bewusst geschaffen oder auch wirklich über die Fälligkeit hinaus. Denn wenn nicht rechtzeitig bezahlt wird, heißt es ja nicht, dass sofort rückabgewickelt werden muss oder dass du verklagt wirst auf Zahlung, sondern man kann sich auch ja wieder einigen, eine Anzahlung leisten und das Ganze weiter verschleppen. Wenn man miteinander spricht, geht das auch ein Jahr, sowas in der Schwebe zu halten im Zweifel. Das heißt auch mal, wenn die 6 Wochen Frist gerissen werden würde, wäre es auch denkbar. Die Profis,
Die gehen ja tendenziell auch einfach zum Notar, ohne eine Finanzierungszusage zu haben, weil sie sich irgendwo auch sicher sind, dass sie die Finanzierung nachher bekommen. Dafür brauchst du natürlich ein gewisses Gespür, kannst dich aber auch mit uns abstimmen. Im Regelfall raten wir natürlich immer dazu, erst einmal die Finanzierung safe zu haben, um dann zum Notar zu gehen. Im Regelfall ist keine Zeit, mit dem Vertragsentwurf und Terminierung abzuwarten. Und viele Banken wollen auch und immer mehr wollen den Kaufvertragsentwurf haben. Allein deswegen, dass sie sich mehr Sicherheit erhoffen daraus, dass dann die Finanzierung, wo sie viel Zeit in die Prüfung stecken, dann auch wirklich stattfindet. Sodass ich also dieses Geldinvest für Kaufvertrag entwerfen lassen eigentlich immer riskiere. Und wenn dann abgebrochen wird, hier halt ein Thema habe. Wobei, wenn beim selben Notar jemand anders nachher beurkundet, dann ist es im Regelfall auch kein Problem. Dann müssen für dich im Regelfall keine Kosten entstehen, sondern dann läuft es so weiter. Deswegen lass gerne den Verkäufer den Notar aussuchen, beziehungsweise den Makler, die haben meistens eh ihre Stammnotare. Notare müssen unparteiisch sein, von so her kriegst du da jetzt auch kein Problem oder Risiko, wenn das nicht dein Notar ist, der das beurkundet, sondern ein anderer. Gibt aber natürlich auch die Käufer, denen es wichtig ist, dass bei ihrem Notar beurkundet wird. Das ist ja immer Abstimmungssache, wie man das entsprechend machen kann. Der Notar könnte dir auch eventuell Grundbuchauszüge von älteren Objekten von dir auf dem Bestand besorgen, wenn du mit ihm gut bist. Ansonsten kannst du die selber beim Grundbuchamt besorgen oder kannst auch über uns mit Vollmachten besorgen, kostet allerdings ein bisschen Geld. Der Notar kann vielleicht, wenn er halt da dir einen Gefallen tut, dann auch das sehr günstig lösen. Also, wir haben gesehen, die Grundschuldbestellung ist im Regelfall keine Voraussetzung, dass der Kaufpreis fällig wird. Könnte aber von dir so gestaltet werden. Das heißt, die Voraussetzungen sind im Regelfall, dass entsprechende Vorlasten gelöscht werden, abgetreten werden oder Löschungsbewilligungen entsprechend eingeholt sind. Die Voraussetzung ist im Regelfall, dass eine Unbestechlichkeit vom Finanzamt vorliegt, sprich Grunderwerbsteuer bezahlt ist, muss aber nicht zwingend als Voraussetzung gesetzt werden. Die Voraussetzung ist im Regelfall, dass die Vorkaufsrechte nicht ausgeübt wurden, insbesondere von der Gemeinde oder in speziellen Fällen auch weitere Vorkaufsrechte. Dann kriegst du einen Brief vom Notar, da steht drin, das Ding ist jetzt zur Zahlung fällig, und dann hast du eine 14 Tage Frist im Regelfall, um das Ganze zu bezahlen. Im Kaufvertrag wird immer irgendein Datum im Regelfall eingetragen, dann steht aber dann noch dabei, aber frühestens, wenn Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, dieses Datum, das da drin steht, ist im Regelfall völlig egal. Es sei denn, du willst das Datum bewusst nach hinten verschieben. Durchaus auch mal denkbar, das 3 Monate nach hinten zu verschieben, um dann in der Zwischenzeit wieder eine Finanzierung beispielsweise zu klären, wenn das eben eine komplexere Geschichte ist. Jetzt gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass dieses Objekt dann nicht leer übergeben wird. Der nächste Schritt, nachdem bezahlt wird, dazu muss natürlich die Grundschuld bestellt sein, dass die Bank dann entsprechend auszahlen kann und du teilst ihr das dann mit, bitte auszahlen. Könnte jetzt sein, dass der Eigentümer noch weiter drin wohnt, dann findet eben keine entsprechende Übergabe statt, nämlich Nutzenlasten, die übergehen. Die können direkt mit Kaufpreiszahlung übergehen, die können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt übergehen, indem man dafür wieder bestimmte Voraussetzungen hat. Zum Beispiel eine Räumung, die noch erfolgen muss in einem bestimmten Zeitfenster, etc. Übergabe, Schlüsselübergabe oder sonstige Regelungen. Wenn der jetzt noch eine Weile drin bleiben will, der Verkäufer, dann ist es so, dass man eine Nutzungsentschädigung vereinbaren kann anstatt Miete und dann auch definieren kann, bis wann er aber denn dann raus sein muss und geräumt haben muss. Nutzungsentschädigung ist wie Miete, aber wichtig ist, dass hier kein Mietvertrag entsteht, der dann wieder schwer zu kündigen wäre. Also man will ja hier schon gelöst haben, dass man es dann nachher entsprechend leer bekommt, im Regelfall, wenn man also von einem privaten Käufer kauft. Es gibt natürlich auch die Situation, dass jemand verkauft und nachher zurückmieten will, das ist aber dann eine Sondersituation. Und natürlich, wenn entsprechend schon vermietet ist nach externen Kauf, bricht Miete nicht, geht das Mietverhältnis natürlich entsprechend mit über. Nun gibt es eine
bestimmte bereitstellungszinsfreie Zeit. Das ist im Regelfall 2 Monate, kann aber auch mal 12 Monate sein, kostenfrei. Eine Verlängerung auf bis zu 24 Monate, selten darüber hinaus, ist bei den meisten Banken gegen Zinsaufschlag möglich. Die brauchst du dann, wenn ein längerer Zeitraum zwischen dem Kauf und der Zahlung liegen soll. Ist eher wieder eine Sondergeschichte, könnte aber hier auch der Fall sein, dass man eben schon mal beurkundet, aber eben der nicht Nutzen-Lasten, sondern auch die Fälligkeit ist erst in einem Jahr. Dann hat man keine Nutzungsentschädigung, sondern zahlt dann eben erst in einem Jahr. Dann brauche ich längere bereitstellungszinsfreie Zeit. Dasselbe Thema habe ich, wenn ich im Neubau unterwegs bin. Dasselbe Thema habe ich, wenn ich modernisiere. Jetzt kann man die Darlehen auch entsprechend splitten eventuell. Macht häufig durchaus Sinn, wenn es größere Summen sind, dass man entsprechend zum Beispiel den Kaufpreis mit 2 Monate bereitstellungszinsfreier Zeit hat und die 100.000 Modernisierung, die nochmal extra gehen, dann entsprechend mit zum Beispiel 6 oder 12 Monate bereitstellungszinsfreier Zeit, dann habe ich den Zinsaufschlag nur auf einen Teil des Darlehensbetrags. Für 10.000 Euro splittet man nicht, aber für größere Summen kann man das durchaus tun, wenn eben nicht schon von vornherein zufällig die günstigste Bank 12 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit hat. Was passiert, wenn die bereitstellungszinsfreie Zeit rum ist? Der Teil, der noch nicht abgerufen ist, bis dahin schlägt dann im Regelfall mit 3% pro Jahr zu Buche. 0,25 pro Monat. Gibt auch Banken, die nehmen nur 1,8, sind aber selten. Und der Teil, der entsprechend schon ausbezahlt ist, auf den laufen dann normale Zinsen. Der Regelfall ist, wenn nicht vollständig ausbezahlt ist, läuft die Tilgung nicht an, sondern verschiebt sich in die Zukunft. Das ist ein schöner Trick, indem ich hergehe und eine kleine Modernisierung mitfinanziere und die mir nicht vollständig ausbezahlen lasse oder da 1.000, 2.000, 3.000 Euro stehen lasse, die ich nicht ausbezahle und die dann erst in einem Jahr abrufe. Und dann zahle ich im Zweifel halt auf dieses Geld dann, auf diese 1.000 Euro Bereitstellung von 3% im Jahr, ist mir aber egal, weil ich auf der anderen Seite auf meine 100, 200, 300.000 Euro Darlehensbetrag mir die Tilgung gespart habe und das Ding aufgeschoben habe und dadurch dann wieder Liquidität entsprechend gewonnen habe, die ich dann im nächsten Deal wieder als Eigenkapital für zum Beispiel die Kaufnebenkosten einsetzen kann. Das wäre ein Gestaltungstrick mal wieder an dieser Stelle für Modernisierung und um bereitstellungszinsfreie Zeit entsprechend auszunutzen. Wichtig, bei Zinsfestschreibungen länger als 10 Jahre gibt es ja das Sonderkündigungsrecht für Darlehen 10 Jahre nach Vollauszahlung mit Frist 6 Monate. Wenn ich natürlich die Vollauszahlung in die Zukunft verschiebe und ich will nachher mein Sonderkündigungsrecht nutzen, bei GbRs, Gesellschaften und so weiter kann ich es nicht nutzen, wieder nur Verbraucher können es nutzen, dann verbaue ich mir das natürlich da in diese Richtung. Also dieses Spiel spiele ich im Regelfall, wenn ich kurze Zinsbindung von 5 oder 10 Jahren habe und spiele ich eventuell nicht, wenn ich längere Zinsbindung von 15 oder 20 Jahre habe. Wobei man das ja sowieso im Einzelfall sehen muss, welche Zinsbindung macht den Sinn. Dazu haben wir auch ein separates Video, wo wir auf das Thema Zinsbindung eingehen. So, das war jetzt der Komplettablauf für den Kauf und die Finanzierung. Wenn ihr weitere Fragen habt dazu, kommentiert es unten in die Kommentare rein. Dann gehe ich auf die einzelnen Punkte nochmal detaillierter ein.